Ja, hallo, ich bin der Daniel, ich studiere auf der TU Informatik, mache ein Doktorat und beschäftige mich dort mit Forschung zum Thema Netzwerken. Und ich möchte heute über ein Nebenprojekt reden mit euch, was ich mir in meiner Freizeit angeschaut habe, wo es auch um ein Netzwerk geht, nämlich um ein ganz spezielles, das Netzwerk der Grazer öffentlichen Verkehrsmittel. Hier im Hintergrund schon leicht sichtbar. Das Ganze sieht so aus, wenn man es einfach als Sammlung von Linien und Punkten zeichnet. Zur Übersicht, wir befinden uns im Roten Kreis. In der Nähe ist noch der Hauptbahnhof und der Kommunalplatz ist in grün eingezeichnet. Da oben ist die S-Bahn-Station in Judendorf-Schloss Engel, da unten ist der Flughafen. Das Ganze ist also die Zone 101 in Graz, ausgenommen die Regionalbusse, weil die haben ein bisschen komische Einsteig- und Aussteigeregelungen. Sonst sind dabei die Stadtbusse, die Straßenbahn und die S-Bahn. Okay, wie kommt man zu diesem Netzwerk? Man kommt frei zu diesem Netzwerk sogar sehr gut, nämlich über OpenStreetMap. Da gibt es die Overpass-Tour-API, die auch draußen beim Stand vorgezeigt wird. Da kann man einfach eine Gegend auswählen und sagt dann, welche Relationen man gerne haben möchte aus dieser Gegend. Bei mir zum Beispiel die Straßenbahnen, Busse und S-Bahnen. Und dann kriegt man XML und das kann man dann einfach parsen. Da kriegt man auch die Haltestellen mit GPS-Koordinaten und die Verbindungen dazwischen, die man zum Beispiel als Luftlinie oder, wenn man es genauer will, noch entlang der Straßen verfolgen kann. Die Fahrpläne davon gibt es von der Verbundlinie. Die gibt es in Zukunft auch als API, als frei verfügbare Daten. Momentan noch nicht. Das heißt, der oder die Programmiererin darf zurzeit noch 100 PDFs öffnen und manuell Daten rausprobieren, so wie ich. Aber es funktioniert zumindest, es ist verfügbar. Als Programmiersprache habe ich Python verwendet mit NetworkX für Graphen und Matplotlib zum Plotten. Okay, dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich die zentralste Stelle in diesem Netzwerk und was heißt zentral überhaupt? Und wenn man das sich überlegt, hat man eigentlich vielleicht mehrere Ideen, was das heißen könnte. Zentral kann heißen die Stelle, wo, wenn Fahrgäste unterwegs sind, sie am ehesten vorbeikommen. Das heißt, wenn ich eine Menge von Fahrgästen habe, wo ist die Chance am höchsten, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass jemand vorbeikommt? Oder welche Haltestelle ist am meisten angeschlossen, das heißt, hat am meisten ausgehende Verbindungen, am meisten Linien? Oder aber man kann sich überlegen, von welcher Haltestelle komme ich am schnellsten zu allen anderen Haltestellen? Wie messe ich schnell überhaupt? Und genau das habe ich mir angeschaut und habe dann die sogenannte Nähezentralität berechnet. Das heißt, wenn ich bei einer Haltestelle bin, wie viele Haltestellen muss ich mich bewegen, um durchschnittlich zu einer anderen Haltestelle zu kommen? Wenn ich zum Beispiel jetzt am Merkur-Mühlplatz stehe, dann kann ich zum Hauptplatz fahren, das ist eine Haltestelle. Wenn ich von dort aber nach Judendorfstraße Engel oder nach Thalberg Graz fahre, werden es, weiß nicht, viele Haltestellen sein, 40 oder so vielleicht, kommt davon, wie ich mich bewege. Und ich kann dann mal die kürzesten Pfade ausrechnen und komme dann auf genau die hier angeführten Haltestellen. Und die zentralste Haltestelle in diesem Maß ist der Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof brauche ich ungefähr 10,2 sogar Haltestellen, um zu allen anderen Haltestellen zu gelangen. Genau, und der Hauptbahnhof liegt entlang der S-Bahn-Strecke, wie man hier in grün eingezeichnet sieht, die Luftlinie, das ist nicht ganz genau jetzt. Und die S-Bahn erlaubt es mir in Graz, mit einer Haltestelle sehr große Entfernungen zurückzulegen. Deswegen ist der Hauptbahnhof gut geeignet in diesem Maß, um ein zentraler Punkt zu sein. Die weiteren Haltestellen liegen allgemein sehr nahe an der S-Bahn für diese Maße, hier im Bereich der Annenstraße oder im Bereich Richtung Griesplatz. Und unabhängig davon ist noch der Kommunalplatz sehr zentral, weil er eben auch an sehr viele Haltestellen und sehr viele Linien angeschlossen ist. Gut, damit haben wir jetzt ein Maß gefunden, wie zentral eine Haltestelle ist, in Bezug auf wie viele Haltestellen muss ich da reisen. Was man sich auch anschauen könnte, ist, wie viele Meter muss ich eigentlich zurücklegen, um zu allen anderen Haltestellen zu gelangen. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf die sogenannte geografische Nähezentralität. Da rechnet man jetzt einfach in diesem Netzwerk aus, wie viele, also man gewichtet dieses Netzwerk, sagt, okay, von der Kommunalplatz zum Hauptplatz sind es 400 Meter. Und wenn ich das mache und alles ausrechne, kann ich ausrechnen, wie viele Meter ich durchschnittlich brauche, um zu allen anderen Haltestellen zu gelangen. Und da stellt sich heraus, das geografische Zentrum von Graz ist der Kommunalplatz. Geografisches Zentrum in Bezug auf Haltestellen, auf das öffentliche Verkehrsnetz. Die anderen Haltestellen liegen dann in der Nähe. Also sie sind deswegen in der Nähe, weil man dort schnell zum Kommunalplatz kommt und dann schnell zu allen anderen Haltestellen. Okay, gut. Jetzt wissen wir, wie viele Haltestellen ich brauche und wie viele Meter ich zurücklege. Was jetzt noch naheliegend ist, ist, wie lange brauche ich eigentlich, um vom Merkur-Mühlplatz überall hinzukommen, wenn ich jetzt mit der Straßenbahn, mit dem Bus oder mit der S-Bahn fahre. Jetzt wird man sagen, ja, das ist ein bisschen kompliziert und das stimmt. Weil, um das genau auszurechnen, ist es ein sehr schwieriges Problem, es überhaupt ganz genau zu berechnen. Da brauche ich genaue Daten, wann wie öffentliche Verkehrsmittel verkehren. Ich muss mir genau alle Möglichkeiten anschauen, muss schauen, wie lange ich eigentlich warten muss, was die besten Umsteigemöglichkeiten sind und so weiter. Also habe ich das Ganze jetzt ungefähr gerechnet, so mit erwarteten Wartezeiten. Und zwar habe ich mir angeschaut, an einem Wochentag zwischen 7 und 8 zur Frühspitze gibt es so und solche Taktfrequenzen, da warte ich ungefähr so und so lang, also jetzt im Durchschnitt, auch wenn es ein bisschen Verzögerung gibt oder das Ganze gut funktioniert oder schlecht. Und dann kann ich trotzdem ausrechnen, mit welcher Linie ich jetzt fahren kann und was dann am schnellsten ist. Und wenn ich das Ganze ausrechne,
Dann kommen wir jetzt noch ein neues Zentralitätsmaß, die sogenannte Reisezentralität. Und auch da ist der Akquimplatz im Zentrum. Das heißt, in 23,2 Minuten komme ich vom Akquimplatz im Durchschnitt zu allen anderen Punkten in Graz, die eine Haltestelle sind. Was gibt es noch? Es gibt noch Haltestellen in der Nähe, da rechts sind die Top 10 eingeblendet. Die meisten davon liegen wiederum in der Nähe vom Akquimplatz, aber einige liegen auch beim Hauptbahnhof. Das heißt, es gibt irgendwie zwei Zentren von Graz. Kommt davon, wie man das Ganze jetzt rechnet, der Hauptbahnhof und der Akquimplatz. Der Akquimplatz hat das Beste geeint zu sein, da möglichst schnell überall hinzukommen. Und dazwischen ist irgendwie der Südtiroler Platz, der so ja, ziemlich in der Mitte liegt, geografisch gesehen. Ich darf nochmal kurz zusammenfassen, wir haben uns jetzt drei Maße angesehen, was die zentralsten Punkte in Graz sind. Das sind entweder der Hauptbahnhof, wenn man es auf Haltestellen sieht, auf der Akquimplatz, auf geografisch oder auf Reisezeit. Das heißt, das ist, wenn man einen Platz sucht in Graz, wo man zentral wohnt und vielleicht sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, dann ist das eine gute Gegend, zwischen der Akquimplatz und Hauptplatz zu wohnen. Damit bin ich am Ende meines Lightning Talks. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Code dafür ist auf GitHub verfügbar. Fragt mich. Ich freue mich auch immer über Vorschläge oder neue Sachen, die man machen kann. Und der Vortrag ist bewertbar auf der Linux-Tage-Homepage, wie alle anderen Vorträge auch. Würde mich freuen über Feedback. Vielen Dank.